Die wissenschaftliche Beobachtung der Denkprozesse geschieht in verschiedenen Schritten. Schritt 1. Die Versuchspersonen werden ausgewählt und vorbereitet. Schritt 2. Die Versuchsperson bekommt vom Versuchsleiter eine Denkaufgabe. Schritt 3. Die Versuchsperson denkt über diese Aufgabe nach und formuliert, wenn sie fertig ist, kurz ihre Lösung. Schritt 4. Dann schaut die Versuchsperson zurück auf ihren vergangenen Denkprozess. Und versucht ihn, in ihren eigenen Worten begrifflich zu beschreiben. Der Versuchsleiter hilft ihr gegebenenfalls dabei, durch das Stellen von bestimmten, offenen, nicht suggestiven Fragen. Schritt 5. Wenn verschiedene Versuchspersonen verschiedene Beschreibungen von Denkprozessen formuliert haben, werden diese vom Versuchsleiter gemäß wissenschaftlicher Prinzipien analysiert. Der Versuchsleiter versucht dann, anhand der Beschreibungen der Versuchspersonen, eine allgemeine Theorie, die sagt, was Denken ist, zu entwickeln und so zu formulieren, dass sie von anderen überprüft werden kann.